Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Wir wollen uns heute Apokalypsen ansehen für Cthulhu, herausgegeben von Pegasus Press. Viel Spaß! Ja, das Buch ist tatsächlich ziemlich lang. Wir haben hier 200 Seiten vorliegen. Das ist ziemlich dick für ein Quellenbuch. Das liegt aber daran, dass der Quellenteil gar nicht so sehr ausgiebig ist, sondern dass man hier dann fünf Abenteuer herausgebracht hat oder hier hineingedruckt hat, die dann mehr oder weniger in dieses Setting gehören. Apokalypsen, ja, wir sprechen so ein bisschen über die Prä- und die Postapokalypse, also was passiert davor, beziehungsweise was sind die Anzeichen dafür, das wollen wir uns gleich alles mal angucken. Und eben, wie sieht es dann aus während einer Apokalypse und wie sieht es nach einer Apokalypse aus, wenn denn irgendjemand noch überlebt haben sollte, wie kann man sowas dann wieder aufbauen, wobei dieser Teil ein bisschen kurz geraten ist für meinen Teil. Und danach folgen, wie gesagt, nach wenigen 30, 32 Seiten folgen dann die Abenteuer Kaltes Licht und auch Jahrhundertwinter. Das sind beides Abenteuer, die im Schnee spielen, so kann man einfach sagen. Verrät auch so ein bisschen dann schon der Titel. Das Möbiusband ist eine Zeitreise und die Oneironauten, schweres Wort. Da geht es dann so ein bisschen um Träume, Oneiros vom Griechischen aus. Das ist ein spannendes Abenteuer, wie ich finde. Die Brut ist dann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Zombie-Setting ist oder so ein bisschen 28 Days Later. Es ist in Ordnung. Ich finde, es ist nicht wirklich ein typisches Cthulhu-Abenteuer, aber die sollte man ja hier in diesem Buch dann auch nicht erwarten. Zumindest keine typischen. Wir fangen einfach mal von vorne an. Fangen wir mit der linken Seite an, mit der Seite 6, die Elemente einer Apokalypse. Ja, es ist durchdringend pessimistische Grundstimmung, eine Entfesselung durch eine gottgleiche Kraft, gegen die man sich nicht wirklich stemmen kann. Wir stellen uns einfach mal vor, Cthulhu, da sollte jeder irgendwie ein Bild vor sich haben. Wenn ich jetzt exotische Gottheiten wie Nyarlathotep oder Ktuga erwähne, da wird es dann wenig Bildmaterial zu geben, sodass man da nicht sich nicht viel vorstellen kann, aber so ein großer Cthulhu, ein riesiger Oktopode mit einem gewaltigen, fetten, aufgedunsenen Körper, der dann über New York einbricht. Ich glaube, sowas kann man sich dann tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Und da wird man dann einfach auch einsehen, dass man sich dann nicht wirklich gegen stemmen kann, wenn man dann Atombomben draufgeschmissen hat. Und das bringt auch nichts. Dann wird er zu einem radioaktiven Cthulhu, das, ja, man ist einfach chancenlos. Man ist machtlos und das wird durch diese pessimistische Grundstimmung dann gedeckt. Finde ich ein ganz wichtiges Element. Das musste man allerdings, wenn man sich entscheidet, aktiv eine Apokalypse zu spielen, sollte man das seinen Spielern denn auch erzählen. Es geht dann auch um verschiedene Parteien, ob die jetzt gottgleich sind oder nicht, können wir dann noch besprechen. Oder auch die Verwandlung der Welt, denn nach einer Apokalypse wird sich sicherlich eine ganze Menge tun, sowohl politisch als dann eben auch eventuell geografisch und so weiter. Boten des Untergangs, das ist hier ganz leicht angedeutet auf der linken Seite und das geht auf der rechten Seite dann weiter. Es ist ein sehr kleines Kapitel. Ich habe mir, wie gesagt, das alles mal durchgelesen, diesen Wellental und dann eben auch die Abenteuer, die ich nicht besprechen werde. Aber ich finde, die Sendboten des Untergangs oder die biblischen Prophezeiungen sind viel zu kurz gekommen. Wir haben hier 30 Seiten Quellenmaterial in einem 200 Seiten Buch, was eigentlich hätte gerne mehr sein können dürfen. Warum spricht man jetzt nicht über die Offenbarung des Johannes? Alleine die Zusammenfassung dieser Bibeltexte, das ist die einzig lustige Stelle in der Bibel oder die einzig interessante Stelle in der Bibel. Warum bespricht man die nicht ein bisschen mehr? Und ja, jetzt habe ich hier irgendwie die vier Reiter mit dem weißen Pferd, mit dem roten, mit dem schwarzen und einem Fahnenpferd. Das hilft mir aber nicht weiter. Also hier würde ich mich auch sehr freuen, wenn man dann nicht nur über das Christentum spricht, sondern eben auch über die Apokalypse in anderen Religionen. Ob das jetzt der Islam ist oder ob das das Judentum ist oder aber ob es was ganz anderes ist und wir gehen dann in die polytheistischen Weltbilder oder wir gehen dann in, na gut, bei den Buddhisten mit dem Nirvana mag das vielleicht gar nicht so sehr sinnvoll sein, aber wenn wir uns dann vorstellen, wie die Griechen, wie die Römer oder wie die Wikinger sich das dann vorgestellt haben mit einer Apokalypse. Das gehört doch auch hier rein, oder nicht? Also, ich habe aktiv die Möglichkeit, hier so etwas zu bringen und dann sehr, sehr viele Seiten damit zu füllen, mit interessantem Material. Und das wird hier in meinen Augen leider vertan, diese Chance, diese Möglichkeit der Recherche. Und dann streut man einfach noch ein paar Bilder ein aus den 1920ern oder 1930ern, 1940ern, wenn dann irgendwie der Erste oder der Zweite Weltkrieg dann
vorangegangen ist und irgendwelche Städte zerstört sind. Also ihr werdet überall in diesem Buch, werdet ihr ganz, ganz viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen finden mit zerstörten Städten. Das drückt das Feeling schon irgendwie gut aus. Also das, was man erreichen möchte, ich verweise nochmal auf die linke Seite, diese pessimistische Grundstimmung. Aber ich will doch hier auch einen Recherchepart drin haben. Ja, wir können uns dann weiter die Charaktere erschaffen. Die bekommen ein paar neue Talente, ein paar neue Fertigkeiten. Dann sowas wie Plündern oder sowas wie Wildnisleben. Dass man sich dann hier in einer apokalyptischen Welt dann eben auch neu orientieren kann. Denn je nachdem, wie verheert das ist, ob wir dann irgendwelche radioaktiven Strahlen vom Himmel haben oder Tentakelmonster aus dem Wasser. Völlig egal, was das ist, aber man wird sich dann vielleicht nach einer Generation darauf angepasst haben. Und dann wissen die Kinder, okay, ich sollte nicht ans Wasser gehen oder ich sollte nicht über offenen Himmel gehen, sondern mich nur über U-Bahn-Schächte bewegen. Das wird dann eben mit solchen Talenten eventuell abgedeckt. Ist ganz interessant, aber dementsprechend kurz, weil wirklich viel Neues gibt es hier nicht. Was ich dann spannend finde, ist auf der rechten Seite die Phasen der Eskalation. Ich werde das jetzt hier nicht komplett vorlesen, aber die Überschriften geben schon mal ein ganz gutes Bild. Denn wenn es losgeht, wenn irgendjemand Wind davon bekommt, dass es jetzt passiert, ist der Unglauben oder die Leugnung, wenn es denn eben nur zwei oder drei Leute wissen und die tragen das dann weiter, meinetwegen an eine Zeitung oder Radio, meinetwegen auch Fernsehen, wenn wir aktuell spielen. Dann kommt sowas wie eine Gewissheit, wenn es dann nicht nur drei Leute wissen, sondern wenn dann die Leute es nach und nach für voll nehmen. Wenn sie dann realisieren, das sind nicht nur ein paar Spinner, das sind nicht nur so ein paar durchgedrehte Apokalyptiker, sondern das sind jetzt tatsächlich Hunderte oder Tausende von Menschen, meinetwegen auch Millionen von Menschen. Und dann macht sich diese Gewissheit breit. Dann kommt die Furcht, dann kommt die Angst und die Ungewissheit. Man weiß, man wird vernichtet werden. Es ist nur eine Frage von Zeit. Dieser schmerzhafte Wandel oder du ziehst dich zurück aus Angst unter die Erde oder eben von der Erde weg ins Weltall, wie auch immer man dann so eine Apokalypse ausgestaltet, wo auch immer her dieses Wesen dann kommt oder diese Wesen und dann Panik, Flucht, Krieg, Chaos. Das ist richtig schön hier, also auf der rechten Seite, das sind richtig schöne Phasen, da hat man sich sehr viel Überlegungen zugemacht, finde ich gut, finde ich richtig gut. Was übrig bleibt. Wir gehen dann ein paar Seiten weiter und sprechen jetzt an dieser Stelle schon, in meinen Augen viel zu früh, wir sprechen an dieser Stelle schon über die verschiedensten Cthulhuiden Gesellschafts- und Organisationsformen. Das muss nicht unbedingt Cthulhuid sein, aber es kann Cthulhuid sein und hier wird es dann eben angesprochen, die Bruderschaft der Bestie, da gibt es eine eigene Kampagne zu, Starry Wisdom Sekte, wer dann die Romane gelesen hat, der wird die wissen, Brüder des gelben Zeichens, wenn man dann irgendwie mit dem Königin Gelb oder mit Hastur spielt. Wir haben dann den Kultus Cthulhu, der euch allen bekannt ist, die Bewahrer des Glaubens mit Mordugian oder dem esoterischen Orden von Dagon, wer da dann Innsmouth gelesen hat, der wird die dann eben auch kennen. Also es sind ganz, ganz viele Kulte. Es geht noch weiter, aber wir müssen uns, glaube ich, auch nicht jeden einzelnen Kult vornehmen, was der jetzt so will. Wen das interessiert, wie ein Kult dann in einer Apokalypse reagiert, könnt ihr euch dann hier ansehen. Es geht ja auch darum, diese Kulte existieren ja. Die existieren auf der ganzen Welt. Was macht denn der esoterische Orden von Dagon, wenn Cthulhu erwacht? Erstmal müsste das ja natürlich irgendwie ein verbündeter Orden sein, ob die jetzt Dagon oder Cthulhu anbeten, das ist eigentlich die gleiche Chose. Aber was passiert denn, wenn Nyarlathotep aufersteht oder wenn Azathoth die Welt verheert? Was hat denn da der esoterische Orden von Dagon davon? Den wird das genauso stören wie jeden anderen Menschen und der wird dann aktiv versuchen, dagegen anzugehen. Und dann könnte es auch sein, dass eben so ein Orden, je nachdem wie aufgeschlossen er ist, sich aktiv Menschen, also Zivilisten aus der Bevölkerung organisiert. Und das finde ich einen besonders spannenden Punkt. Sprich, die Welt geht unter und plötzlich treten aus allen Schatten verschiedene Leute auf dich zu, die dir dann auch sowas beibringen wie: Ich bringe dir das Ritual der Haut bei, wo du dann deine Haut wechseln kannst. Und dann gehst du zu dem Mann gegenüber, ziehst ihm die Haut ab und trägst sie selber mit einem Ritual, mit Magie. Das sind dann richtig spannende Sachen. Also ich finde es eher spannend, wie Kulte reagieren, wenn der gegenüberliegende Gott dann auftaucht. So eine Sache müsste man sich dann überlegen. Aber genau das wird dann hier eben thematisiert. Ja, weiter geht's dann mit den Fraktionen. Also da geht's dann nicht mehr so sehr um die Cthulhuiden-Kulte, sondern es geht jetzt um richtige Fraktionen, die sich dann gebildet haben. Wir haben da die Fraktionen der Agnostiker, denen es bisher zumindest immer egal war, die eine Existenz oder eine Nicht-Existenz einer höheren Instanz dann nicht aufklären können, zumindest nicht im Leben. Und deswegen gesagt haben, ja, interessiert mich nicht, ich guck einfach mal drüber, wenn ich tot bin
Ob es dann einen Himmel gibt oder nicht, interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich kann es eh nicht aufklären. Das sind dann die Agnostiker oder die Atheisten, die dann tatsächlich verweigern und sagen, nein, ich glaube oder ich entscheide mich aktiv dagegen, so etwas gibt es nicht. Beide werden dann natürlich sehr auf ihre Probe gestellt, ob die dann immer noch dabei bleiben, wenn eine riesige Tentakelgottheit auftaucht. Da sollte man vielleicht mal von seinem Glauben abweichen. Oder eben auch die Gläubigen, also wenn jemand wirklich tatsächlich sehr, sehr christlich ist und dann sieht, wie sein Gott nicht reagiert, aber ein riesiger Oktopode dann über das Land zieht und alles verheert, unglaublich viele Millionen von Menschen tötet. Was macht dann ein christlicher, gläubiger Mensch? Der geht doch kaputt, der zerbricht doch eigentlich. Was macht die Politik, was macht die Macht? Also, wer Macht oder Einfluss hat, irgendwelche reichen Politiker, irgendwelche Firmenbosse, irgendwelche Konzernchefe, ja. Was macht die Polizei, was macht die Feuerwehr, was machen Anarchisten? Das ist richtig spannend und das ist so sehr kurz, dieses Kapitel. Also da kann man noch so sehr viel mehr ausdehnen und ich finde es dann einfach schade, dass man nach 30 Seiten fertig ist. Ihr seht, wir sind schon auf Seite 17, nach 32 Seiten müssen wir hier schon fertig sein. Zumindest so hat es uns das Inhaltsverzeichnis schon verraten. Ich finde das schade, da hätte man so sehr viel noch mitmachen können und ich will damit zu lesen. Also jetzt unabhängig jetzt von den ganzen biblischen Sachen, von ja, was dann irgendwelche Wikinger glauben oder irgendwelche Hexen, irgendwelche Altgriechen. Das mag interessant sein, zumindest finde ich das interessant, ganz subjektives Gefühl. Aber jetzt auch gerade, wie dann sowas wie Polizei und Feuerwehr reagiert. Und wenn wir damit fertig sind, dann sprechen wir über alle Wesenheiten, die entweder auf der Erde schon existieren und schlafen und untot sind, oder die dann runterkommen wollen können. Das sind dann Ktuga, den habe ich schon angesprochen, der alte große Feuervampir, oder Cthulhu, der dann träumend tot unter Relier liegt, oder Chuknafaun, den Elefantengott, Syerga oder ja, viele andere, die dann eben entweder noch in diesem Buch vorgestellt worden sind oder die dann bereits im Spielleiterbuch stehen. Was sind die Ziele von diesen Gottheiten? Ihr könnt es dann jetzt hier gerade bei Cthulhu sehen. Cthulhu will natürlich mindestens über das Reich regieren, das er bis zum Untergang von Relier beherrscht hatte und so weiter. Lest es euch durch, wenn ihr wollt. Dann die ersten 100 Tagen. Also was passiert, wenn Cthulhu erwacht ist? Was tut er dann? Was macht er aktiv und wie viel kann er erreichen? Und was passiert nach einer Menschengeneration? Also nach 30 Jahren ungefähr. Hat sich dann die Welt akklimatisiert? Die Überlebenden, was haben die getan? Leben die dann auf riesigen Schiffen, weil die ganze Welt unter Wasser steht, oder haben sie einfach auf dem Festland sich gerettet und versuchen da dann irgendwelche Tentakelwesen dann abzuschießen? Also inwiefern sind die dann erfolgreich, inwiefern können die sich verteidigen und inwiefern kannst du dein normales Leben weiterführen oder auch nicht? Das ist tatsächlich ein ganz gutes Kapitel, das ist ziemlich spannend aufbereitet. Gefällt mir und wer da seine Lieblingsgottheiten hat, der wird da eine ganze Menge auch nochmal zusätzlich über sie lernen. Ja, ganz zum Schluss, tatsächlich kam da weiter nichts mehr. Es kamen dann nur noch einige Monster, die dann keine Götter sind, also irgendwelche Dune-Würmer. Die sind aber nicht weiter interessant. Wenn wir dann mit fertig sind und dann alle Götter von A bis Z durchgeklappert haben, dann gibt es hier noch ein bisschen Inspiration für die Filme in der Apokalypse und in der Postapokalypse. 20 Filme, eine Fernsehserie und 20 Romane. Sind tatsächlich empfehlenswert, sind ganz gut. Je nachdem, welche Stimmung man da erzeugen will, wird da sicherlich immer was dabei sein. Aber wie gesagt, mit 32 Seiten viel, viel zu wenig. Bitte nochmal nachreichen mit einem Teil 2, wo man das dann ja ordentlich macht. Ich weiß nicht, wenn euch sowas interessieren würde, schreibt es halt in die Kommentare. Vielleicht liest das ja jemand von Pegasus, also vielleicht liest das ja Heiko. Kaltes Licht werde ich überspringen. Es geht um eine Präapokalypse. Das ist eigentlich ein komplett normales Abenteuer. Es geht darum, dass Investigatoren von einem großen Übel erfahren. Sie reisen dann durch Nordamerika, müssen versuchen, dieses große Übel aufzuhalten. Und wenn sie es geschafft haben, dann ist die Welt gerettet. Ja, aber das ist wie jedes andere Abenteuer auch. Ich meine, wenn ich ein beliebiges Buch aus dem Schrank ziehe, wenn ich meinetwegen ein Abenteuer in Ägypten dann nicht verhindern kann, dann geht die Welt auch unter. Oder wenn ich irgendwie die Berge des Wahnsinns, ja, wenn ich da auch sterbe, dann werden sicherlich auch irgendwann da die großen Alten wiederkommen oder irgendwelche Schogotten dann von der Antarktis dann sich ausbreiten, keine Ahnung. Also viele, viele, viele Bücher teasern doch sowieso den Weltuntergang an. Am Ende läuft es auf ein großes Ritual aus und wenn ich das nicht verhindere, ja, dann geht die Welt halt unter. Geprägt ist das Abenteuer, weil es in Kanada spielt, weil es alles sehr nördlich ist, von Schnee und Eis.
Es ist für mich, finde ich, ist immer sehr deprimierend. Ich mag das nicht so gerne, wenn man dann in Schnee und Eis spielt. Das mag für kurze Szenarien, mag das ganz cool sein. Das ist ein kurzes Szenario, das kann man mal anbieten, aber für mich persönlich ist es nicht sehr reizvoll, sehr subjektiv. Ich bewerte dieses Abenteuer nicht an dieser Stelle, sondern ich bewerte nur den Quellenband. Das soll ein kurzer Überblick sein, was Kaltes Licht denn ist. Ja, die Übersicht seht ihr sonst auch hier, könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Und wenn ihr unbedingt danach schreit, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich auch nochmal Kaltes Licht komplett rezensieren. Ja, wir sind jetzt mittlerweile im nächsten Abenteuer, im Jahrhundertwinter, sind wir nicht mehr in Kanada, beziehungsweise, ich hätte Nordamerika gesagt, Alaska. Wir sind jetzt nicht mehr in Nordamerika, sondern wir sind jetzt in Europa oder auf Europa, in der Tschechoslowakei, in Tschechien, Winter 1929. Und wir bekommen wieder ein Buch, wir müssen wieder ein finsteres Ritual versuchen zu verhindern, und wenn das klappt, haben wir gewonnen. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Wir sind wieder im Winter, wir müssen wieder rumreisen und wieder das Ritual verhindern. Punkt. Warum man jetzt zwei verschiedene Eisabenteuer hintereinander packen muss, wo es nicht um die Apokalypse geht, sondern um ein Ritual, weiß ich nicht. Finde ich, wie gesagt, nicht so toll. Aber auch wieder bewerte ich das Abenteuer nicht. Ich finde, es ist nur hier an der falschen Stelle. Beziehungsweise diese zwei Abenteuer hintereinander sind an der falschen Stelle, dann streich doch bitte lieber diese beiden Abenteuer raus und gebt mir mehr Quellenband. Meine Meinung. Denn Präapokalypse haben wir zu viel. Was jetzt das Besondere an diesem und auch an dem anderen Abenteuer ist, es steht halt drin, was passiert mit den Investigatoren, was passiert mit der Welt, wenn sie scheitern, wenn sie dieses Ritual nicht verhindert bekommen. Was passiert dann mit der Welt? Das steht hier drin. Und das ist dann das Spiel mit der Apokalypse. Aber dann ist das Abenteuer zu Ende und der Spielleiter muss dann mit diesen zwei Absätzen, muss er dann alleine gelassen werden und sich dann selbst was ausdenken. Wie geht diese Sandbox dann weiter, wenn sie es nicht geschafft haben? Bauen wir uns dann neue Charaktere, weil die anderen tot sind? Oder wie geht's weiter? Ja, also hier sind, wie gesagt, zwei Absätze dazu gegeben. Finde ich dementsprechend in diesem Band nicht richtig aufgehoben. Das Möbius-Band. Wir hatten in einem der Terror Germanica bzw. Terror Amerikaner, da hatten wir ja schon ein Zeitreise-Abenteuer, was mir sehr gut gefallen hat, und dieses ist ebenso gut. Und es ist sehr lang. Das ist ein Abenteuer, wenn ich irgendwas spielen würde aus diesem Band, dann auf alle Fälle das. Möbius-Band ist richtig gut, das ist auch sehr, sehr lang. Das in allen seinen Einzelteilen zu erzählen, wird, glaube ich, also das wird dem Ganzen nicht gerecht, deswegen werde ich es hier nicht tun. Empfehlung geht raus, wie gesagt, wenn wir hier viele Kommentare kriegen und wenn ihr sagt, hey, lass doch mal Möbius-Band rezensieren, ich werde es wieder tun. Und das lohnt sich tatsächlich, dann da mal einen Blick drauf zu werfen. Es geht um New York. Die Welt ist bereits untergegangen. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir reden von einer Zeitreise. Die Welt ist untergegangen. Wir haben uns an unser Leben gewöhnt. Wir sind irgendwelche, ja, Leute, die auf einer Insel wohnen. Wir versuchen, ums Überleben zu kämpfen. Und jetzt verlieren wir auch noch unsere Ärztin. Jetzt verlieren wir noch unsere Ärztin und müssen die versuchen, wieder einzusammeln. Das heißt, wir gehen auf eine Reise durch New York, müssen versuchen, da zu überleben, wenn dann irgendwelche Dagon-Kulte sich New York einverleibt haben. Christliche Kirchen sind abgerissen. Wir schreiben das Jahr 0 oder das Jahr 1 nach Dagons Erscheinen oder nach Cthulhus Erscheinen. Und das macht schon richtig gut Stimmung. Das ist so richtig Stalker oder Fallout. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Ihr dürft sehr, sehr leise sein, beziehungsweise ihr müsst sehr, sehr leise sein. Das Abenteuer macht richtig Stimmung. Und wenn ihr dann an einem gewissen Ort seid, dann setzt ihr euch in eine Zeitmaschine, beziehungsweise werdet in ein Zeitloch gewirbelt und dann grüßt täglich das Murmeltier. In meinen Augen beginnt dann ein zweites Mal der Spaß im gleichen Abend. Also eigentlich kann man das fast als Kampagne spielen. Also es geht erstmal um diese Postapokalypse und dann um die Präapokalypse, und dann kann ich mich, wenn ich irgendwelche Fehler in der Postapokalypse gemacht habe, kann ich da auch da hin und zurückspringen und verschiedene Wege angehen. Richtig gutes Abenteuer, Möbius-Band zu empfehlen. Die Oneronauten. Ja, Oneros, ich hatte es bereits gesagt, Oneros griechisch Traum und Nautos Seefahrer. Es geht darum, dass wir die große alte Spinne Atlachnachar hat ihr Netz fertig gesponnen. Ein Netz von den Traumwelten in unsere Realität, und dadurch verschwimmen die Welten miteinander, durch dieses Netz verwoben, verschmelzen die Realitäten ineinander und wir sprechen von einer Traumzeit. Das heißt, wenn
wenn ihr euch vorstellt zu fliegen. Vielleicht könnte es sein, dass ihr fliegt. Vielleicht können Katzen mit euch sprechen. Es ist abgedreht. Die Oneronauten versuchen sich jetzt in dieser Welt von Atlachnacha zu verständigen, versuchen Abenteuer zu erleben, und wie die dann tatsächlich aussehen, das werde ich euch hier an dieser Stelle nicht verraten. Wie gesagt, wer da eine Rezension, eine ausgiebige Rezension zu sehen will, der soll das nochmal reinschreiben, denn wir bewerten nur den Quellenteil. Aber allein die Prämisse von dieser riesigen Spinne, die jetzt diese Netze verwoben hat, die zwischen den Sphären existiert, das ist richtig geil, das ist eine richtig schöne Idee, wenn sie dann noch Eier legt in Winkel, die nicht da sind. Ah, schön. Ja, und Aeronauten, in meinen Augen nicht ganz so gut wie das davor, wie das Möbiusband, aber das hat schon richtig Potenzial und das ist auch richtig apokalyptisch, anders apokalyptisch. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, es ist nicht so Falloutig, es ist nicht so ein bisschen wie Stalker. Es ist was ganz Eigenes. Gefällt mir gut. Die Brut, das ist ein Zombie-Szenario, so könnte man es vielleicht überlegen zu interpretieren. Es geht so ein bisschen um eine Flucht von Mailand aus in die Schweizer Alpen, in einen Bunker, wo man dann versucht zu überleben. Es geht um Sporen von iHeart, eine Wesenheit, die dann Menschen mutieren lässt, die irgendwelche Sporen dann durch Wirtskörper einpflanzt. Und man versucht dann, wie gesagt, während die Welt um einen herum kaputt geht, versucht man zu überleben, versucht sich dann in der Apokalypse, also es findet tatsächlich jetzt gerade statt, versucht man dann seinen Weg zu finden. Das Problem ist, wenn ich dann in der Schweiz angekommen bin und meinen Bunker erreicht habe, wenn man dann die Gasmaske vom Kopf zieht, wie sicher bin ich mir, dass ich keinen Kontakt mit Sporen hatte? Und dann wird so ein bisschen auch mit Mindtricks gearbeitet, mit Misstrauen in der Gruppe. Man hat sich jetzt über lange Zeiten kennengelernt, man hat sich versucht so ein bisschen anzufreunden oder miteinander zu leben, wenigstens auch wenn man sich nicht sympathisch ist. Naja, und egal ob man sich jetzt sympathisch ist oder nicht, ob man sich misstraut, irgendwer von euch wird sicherlich mutieren. Und wie sich das dann auswirkt und ja, zu so einem kleinen Ratespielchen wird, wer erschlägt wen zuerst, das ist ganz nett, ganz nett. Nicht ganz so gut wie die anderen beiden Abenteuer davor, aber das hat schon Potenzial. Ja, das ist die Brut, das letzte Abenteuer, und dann sind wir nach 30 weiteren Seiten mit der Brut auch fertig und das Buch ist durch. Gut, damit kommen wir zur Bewertung, und ich habe es bereits für die anderen Rezensionen im Jahre 2019 gesagt. Wir haben nochmal etwas angepasst, wir geben nicht mehr 4 Punkte, sondern 5 Punkte, damit kommen wir insgesamt auf 20. Wir fangen an mit Zeichnung und Layout. Ich gebe 3 von 5 Punkten, denn es gibt ein paar Zeichnungen, jetzt gerade in den Abenteuern gibt es schöne Handouts, die sind gelungen, aber ich finde es sehr trist und trostlos und auch unkreativ, wenn dann ganz vorne oder eben auch durch und durch dann Bilder aus den Weltkriegen benutzt werden, gerade vom Zweiten Weltkrieg. Das mag sich natürlich anbieten, wenn wir in einer Apokalypse spielen und dann Bilder von verheerten und verwüsteten Straßen brauchen. Das mag sein, aber ich finde es trotzdem ja unkreativ. Wie gesagt, die einzelnen Handouts zu den Abenteuern, die hier drin sind, sind dann ganz cool. Die sind sehr stimmig, das passt dann eben auch zu den Sachen, die Cthulhu sonst immer so anbietet. Das sind dann Zeitungsartikel, das sind dann irgendwelche Bleistiftzeichnungen von Kindern. Oder das sind tatsächlich richtige Risszeichnungen von Tempelanlagen oder so etwas. Das sieht ganz cool aus. Aber wie gesagt, ganz vorne, ich finde das immer so ein bisschen ja langweilig, wenn man dann sich beim Ersten und Zweiten Weltkrieg bedient. Redaktion und Struktur. An dieser Stelle gibt es nichts zu meckern. Also weder redaktionell noch von der Struktur her. Also ja, die Struktur, es gibt den Quellenteil und danach folgen die Abenteuer. Das werde ich an dieser Stelle nicht bemängeln, weil wir ja noch den zweiten, den dritten Punkt haben, die Recherche. Das heißt, hier werde ich, obwohl da die Redaktion auch Einfluss drauf hat, werde ich hier die Punkte nicht abziehen, sondern dann im nächsten Punkt. Das heißt, ich gebe hier die 5 von 5 Punkte, aber dann in der Recherche, da werden sie abgezogen und ich gebe dann, ja, ich werde tatsächlich 1,5 geben. 1,5 von 5 Punkten für viel zu wenig Quellenteil.
Das wurde mir zumindest als Quellenband angeboten, angepriesen, so habe ich es zumindest verstanden. Subjektive Einschätzung, das kann jetzt auch natürlich falsch sein, vielleicht habe ich mich da auch einfach nicht genug informiert, aber ich habe zumindest so verstanden, dass es dann hier nicht um Beispiele geht, sondern darum, wie ich meine eigene Apokalypse basteln kann. Das kann ich natürlich dann immer noch, aber ich hätte trotzdem, wie gesagt, lieber 100 Seiten gehabt und dafür dann zwei Abenteuer weniger. Meine Meinung. So wie das bei Gangster beispielsweise der Fall war, wer Gangster noch nicht kennt, der kann da in die andere Rezension von mir reinsehen, aber bei dem ist es genau richtig gewesen. Wir haben einen ganz großen Quellenteil und dann haben wir hintendrein drei gute Abenteuer. So hätte ich es doch bitte erwartet, dann hätte man die ersten beiden rauskürzen können. Ja, und dann geben wir noch die Bonuspunkte. Ja, bin ich zufrieden jetzt mit diesem Buch? Es gibt, wie gesagt, 5 Abenteuer, das sind viele. Das sind viele, viele Seiten, 170. Sie sind nicht zusammenhängend. Es ist keine große Kampagne. Die Abenteuer haben nichts miteinander zu tun. Ich kann sie nicht mit den gleichen Charakteren spielen. Zumindest macht es nicht so viel Sinn, dass ich es mit den gleichen mache. Da sollte man dann für jedes Abenteuer eigene Gruppen dann zusammenstellen, zusammenbauen. Und jedes Mal sieht die Apokalypse anders aus. Ich glaube, spätestens wenn man 2 Abenteuer gespielt hat, wird man keinen Bock mehr haben auf die anderen 3, die hier drin sind, egal wie gut die sind. Ich glaube, du hast danach keine Lust mehr. Ist zumindest meine Einschätzung des Ganzen. Ja, wie gesagt, ansonsten kann ich auch noch empfehlen, die Terror Amerikaner, da war, wie gesagt, die Terror Germanicus war es, das war ein deutsches Abenteuer. Die Terror Germanicus, da war noch ein richtig gutes Apokalypse-Zeitreise-Abenteuer von Ralf Sandfuchs drin. Also auch da nochmal die Rezension zu ansehen. Das ist richtig gut und da alleine kann man auch nochmal eine riesige Kampagne drauf ausziehen. Ganz, ganz generell, wie zufrieden bin ich mit dem Buch? Ich gebe 3 von 5 Punkten, weil mir der Rechercheteil zu kurz gekommen ist, weil die Abenteuer, die hier drin sind, nicht zusammenhängt und weil die ersten beiden Abenteuer in meinen Augen nicht gut sind und nichts oder wenig mit Apokalypsen zu tun haben. Es geht um ein Ritual. Ich habe euch das bereits erzählt. Gut. Damit sind wir fertig, wir können die Gesamtpunktzahl angeben, Preis pro Seite, ja, und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz subjektive Einschätzung, ich bin sehr gespannt auf andere Rezensionen, die ich mir natürlich auch nochmal durchlese, weil mich interessiert, was andere Leute von diesem Buch halten und denken. Das würde mich sehr interessieren, ob da die Meinungen gespalten sind, jetzt mit meinen Punkten. Gucken wir einfach mal, was die anderen zu denken. Gerade wenn ich so ein bisschen kritischer rangehe, was ich nicht gerne bin, weil ich Cthulhu liebe und weil ich so etwas verzehre und weil das Thema, was hier angesprochen wird, sehr geil ist, bin ich immer sehr gespannt auf andere Rezensionen dazu. Dann, ja, wie gesagt, ich bin fertig. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.